Montag. Der 4. Dezember. Meine Güte, ich soll nicht so früh aufstehen. Star Wars gegen den Marvel Adventskalender. Wollen wir ja in die Stadt integrieren? Ich gehe mal hoch in diese Stadt, in das wunderschöne Winter Village, baue hier diese schönen Adventskalender ein. Und ich würde sagen, da der Marvel Adventskalender gerade 3-0 vorne liegt, fange ich jetzt heute mal mit dem Marvel Adventskalender an. Fangen wir mit dem Marvel an. Vielleicht ist heute was richtig Schlimmes dabei. Aber ich fand ja tatsächlich, dass die Builds bis jetzt besser waren, beziehungsweise das Thema besser getroffen war. Nummer 4, wo hast du dich versteckt? Letzte Reihe, ganz unten, nein, links, rechts, wo? Wo ist denn 4? Da, erste Reihe, ganz vorne. Und da war gestern ein Spidey-Hacken und am ersten Tag schon Iron Man. Müssen jetzt wohl die nächsten 3, 4, 5 Tage wohl Mikrobuilds drin sein. Ich denke auch, dass am 6. Mikrobuild ist. Tja, oh, nicht mal ein Mikrobuild ist da drin, guck mal. Hier ist... Krempel drin für Spider-Man. Netze in Gold. Oh Gott, ganz viel Netze in Gold. Oh, Marvel Adventskalender. Damit hast du mich schon krass enttäuscht. Wisst ihr, was ich damit mache? So, ui. Und ich denke mal, das ist die Möglichkeit für ihn hier zu punkten, dass er heute mal den ersten Sieg einfährt, welcher Tag cooler ist. Alter, Netze von Spidey. Guck mal nach, was in Teil 4, Tag 4 drin ist. Wow! Ein Mikrobild. Das hält aber gut jetzt hier drin. Ein kleiner Droide. Soll das IG-11 sein? Nee. Jedenfalls ein kleiner Droide, sehr viele kleine Teile mit einem Säckchen. Bauen wir den mal zusammen. Letztes Ärmchen. Und noch das Weihnachtssackerl dran. So. Das finde ich jetzt, also im Gegensatz zu den anderen Sachen, die bei dem Marvel Adventskalender dabei waren, finde ich das um Welten besser. Coole Teileverwendung, hier vor allem dieser Lautsprecher. Kinder der 80er wissen, dass es früher ein Lautsprecher war bei den Polizeisets zum Beispiel. Also ich meine, der kleine Droide sieht toll aus. Es könnte dieser Droide oder die Droiden sein aus der Mandalorian-Serie. Ihr wisst, welche ich meine. Ich finde die cool. Doof finde ich nur, dass man den Sack nicht irgendwie gescheit positionieren kann, dass der Arm nicht um 90 Grad gedreht ist, dass man richtig hinkriegt. Aber heute hat der Star Wars Adventskalender für mich gewonnen, denn das Ding passt 1A in die Stadt. Und ja, heute ist der erste Tag, an dem ich nichts vom Marvel Adventskalender in die Stadt tue, sondern nur vom Star Wars Adventskalender, weil da einfach nur Käse drin ist. Also machen wir den Kollegen hier rein in die Stadt. Kommt mal mit. Ah! Ab dafür. Wo stellen wir den denn hin? Ich meine, so ein Roboter mit Säckchen, der ist am besten bei einem Weihnachtsbaum aufgehoben. Da dachte ich mir, hier der Weihnachtsbaum, der ist cool, das sieht so aus, als ob er den gerade aufgestellt hätte. Aber hier drüben haben wir noch einen kleinen Weihnachtsbaum. Und ich denke mal, dass der Droide hier doch 1A die... Oh, jetzt habe ich gerade die Haube verloren hier. Muss ein bisschen richten hier. Zack, dass der Droide da steht und hier die Geschenke abgibt. Das fände ich cool. Da gibt er hier sein Weihnachtssäckchen ab. Da finde ich den ideal, das finde ich klasse. Und so macht es doch schon was her. Und somit gewinnt für mich diesmal der Marvel Adventskalender nicht an diesem Tag. Da war der Star Wars weit vorne dran. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Montag. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.